Liebe Zuschauer, erneut Thema EU-Führerschein. Zunächst nochmal die Entschuldigung, wir drehen derzeit unter vereinfachten Bedingungen und unter schwierigen Bedingungen. Die Qualität unserer Videos wird demnächst wieder besser. Derzeit müssen wir uns behelfen, weil unser Kamerateam nicht zu uns kommen kann. EU-Führerschein, das Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein hat in einem Verfahren, das ich selber betrieben habe, zum Aktenzeichen 3A253 aus 17 klargestellt, dass ein EU-Führerschein anzuerkennen ist, auch wenn hier in Deutschland eine MPU zu absolvieren gewesen wäre vor Neuerteilung. In dem Fall, den ich selber betreut habe, hat das Gericht der Behörde ins Buch geschrieben, auch wenn hier nur eine Wohnsitznahme von 267 Tagen erfolgte, die ausstellende Behörde, in diesem Fall in Polen, hat die Zulassungs- und Erteilungsvoraussetzungen zu prüfen, auch das Wohnsitzerfordernis. Das ist hier passiert und es war eben nicht nur für einen Zeitraum von glatt 185 Tagen der Wohnsitz genommen worden, sodass davon auszugehen ist, Prüfung erfolgt, Wohnsitzerfordernis bejaht, dann kommt es nicht mehr darauf an, ob die deutsche Behörde hier ermittelt hat, dass derjenige einen Wohnsitz hatte, Steuern gezahlt hat oder Ähnliches. Diese zweite Stufe kommt dann gar nicht mehr zum Tragen. Ergebnis, die polnische Fahrerlaubnis dieses deutschen Autofahrers, der in Deutschland noch eine MPU hätte absolvieren müssen, war anzuerkennen, er darf weiter Auto fahren. Haben Sie Fragen dazu oder Anregungen? Das Thema EU-Führerschein ist ja inzwischen zu meinem Steckenpferd geworden. Schreiben Sie mir gerne und abonnieren Sie auch gerne meinen Kanal. Ich komme bald zurück mit Videos zu aktuellen juristischen Fragen.